Bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens sind laut palästinensischen Angaben Dutzende Menschen getötet worden. Die örtliche Nachrichtenagentur Wafa und die radikal-islamische Hamas berichteten am Dienstag von mindestens 55 Toten und zahlreichen Verletzten. Viele der Todesopfer seien Frauen und Kinder, meldete Wafa unter Berufung auf Mediziner. Unter den Trümmern des Wohngebäudes würden noch viele Opfer vermutet. Das israelische Militär gab zunächst keine Stellungnahme ab. Auch aus dem Libanon wurden erneut zahlreiche Todesopfer gemeldet. Zwei Personen aus Sicherheitskreisen sowie der Bürgermeister von Baalbek teilten der Nachrichtenagentur Reuters mit, bei israelischen Luftangriffen in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Libanon seien am Montag mindestens 60 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Unterdessen wurde auch Israel selbst wieder Ziel von Beschuss. Laut Armeeangaben fing der israelische Schutzschirm Iron Dome am Montag mehr als 100 Geschosse ab, die von der Hisbollah aus dem Libanon abgefeuert worden seien. Die Houthi-Rebellen im Jemen teilten am Dienstag mit, sie hätten ein Industriegebiet in der israelischen Stadt Ashkelon mit Drohnen angegriffen.